über 1000 Abonnenten in weniger als 2 Monaten mit nur 10 Videos. Wie bitte? Und was hat es mit diesem ominösen Eisbeinfisch auf sich? Der Kanal und der Name des Kanals sind eine Liebeserklärung an meine Eltern. Ich hatte vor circa einem Jahr schon mal einen englischsprachigen Kanal angefangen, den aber relativ schnell wieder einschlafen lassen müssen, weil die Idee hinter dem Kanal einfach durch den internationalen Shutdown der Grenzen durchkreuzt wurde. Ich hatte aber immer im Hinterkopf, den Kanal mit einem anderen Thema wieder neu zu beleben. Das, was ich jetzt auf Deutsch mache, hatte ich eigentlich vor, auf Englisch zu machen. Englisch macht eigentlich auch so ein bisschen mehr Sinn für mich, weil mit Englisch erreiche ich ein potenziell größeres Publikum. Meine Frau spricht Englisch, die könnte dann also auch daran mit partizipieren. Und viele Deutschsprachige sprechen eh auch Englisch. Jetzt sprechen meine Eltern allerdings kein Englisch. Und das würde bedeuten, dass die überhaupt nicht verstehen, was der Sohnemann da macht. Also dachte ich mir, ich mache das auf Deutsch, damit auch meine Eltern daran teilhaben können und sehen, wie wir hier so leben. Jedes Abo, jeder Daumen nach oben, ganz wichtig, jede Minute, die meine Videos geschaut werden und jeder einzelne Kommentar helfen mir, diesen Kanal erfolgreich zu machen. Ich lese jeden Kommentar von euch mehrmals und sehr sorgfältig. Das Feedback, was ich da bekomme, hilft mir sehr, Videos zu machen, die ihr auch tatsächlich sehen wollt. Und damit helft ihr mir letztendlich auch, den Kanal erfolgreich zu machen. Jeder, der mir schon einen Kommentar geschrieben hat, wird es gemerkt haben. Ich nehme mir auch sehr viel Zeit, um anständig auf jeden einzelnen Kommentar zu antworten. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Diese 1000 Abonnenten-Zielmarke zu erreichen, ging viel schneller, als ich mir das je erträumt hätte. Ich hatte mir das so vorgestellt, dass ich bis zum Jahresende vielleicht 100 Abonnenten habe und dann vielleicht in 2, 3 Jahren irgendwann mal die 1000 erreiche. Wie das da aber am Anfang dann losging, wie die Abonnentenzahlen direkt nach oben gingen, da muss ich zugeben, ich war völlig überwältigt und ich wusste am Anfang auch gar nicht richtig, wie ich damit umgehen soll. Wie sich dann so die erste Überwältigung und die erste Aufregung gelegt hat, da kam dann die Freude auf. So dieses Gefühl, wow, Wahnsinn, da passiert was, damit hätte ich nie gerechnet. Und anscheinend gefällt den Leuten, was ich mache, was ich da zu sagen habe. Und mittlerweile möchte ich, dass der Kanal richtig erfolgreich wird. Und der Gedanke, dass das mal was werden könnte, von dem wir leben können, der gefällt mir schon sehr, sehr gut. Da würde einiges in unserem Leben sehr viel einfacher machen. Gerade jetzt in den aktuellen Zeiten. Im Moment arbeite ich 15 bis 16 volle Arbeitstage an dem Kanal. Ja, ist nicht so, dass ich da die Kamera an die Hand nehme, dann ein paar Minuten durch den Garten laufe und da in die Kamera rede. So ein Video von Konzeption über Skript, dann Filmen, Nachbearbeitung, alles was zum Hochladen gehört, brauche ich ungefähr 2 volle Arbeitstage pro Video. Und dann die ganze Zeit, die ich noch aufwende für die schönen Kommentare, die ich kriege, die zu beantworten. Das Drehen ist letzten Endes tatsächlich der kürzeste Teil der ganzen Arbeit. Also das fängt damit an, dass ich mir lange Gedanken mache, worüber ich reden kann, dann was ich da sagen soll und auch wie ich das sagen soll. Wenn ich mir darüber halbwegs einig bin, fange ich an, ein Skript zu schreiben. Das wird dann mehrfach verändert, bis ich halbwegs zufrieden damit bin. Und wenn ich dann das Skript fertig habe, dann wird gedreht. Beim Drehen könnt ihr euch das auch so vorstellen,
dass ich da nicht einfach loslege und das sitzt und passt alles perfekt gleich am Anfang. Jede einzelne Szene kann schon mal viele, viele, viele Wiederholungen kosten, bis ich so halbwegs mit dem zufrieden bin. Richtig zufrieden bin ich natürlich nie, aber das gehört zum kreativen Prozess dazu, so dieses Bedürfnis, immer noch so ein bisschen besser zu werden und das noch schöner zu machen. Und ja, eure Aufmerksamkeit ist mein größtes Kapital. Und ich möchte keine Sekunde eurer Aufmerksamkeit verschwenden. Von daher bin ich sehr bestrebt, Inhalte zu produzieren, die euch interessieren, die euch unterhalten und vielleicht sogar hier und da mal inspirieren. So, jetzt aber zum Wichtigsten. Wer oder was bitte ist ein Eisbeinfisch? Bevor wir dahin gehen, gebt dem Video doch bitte schon mal einen Daumen nach oben. So, die Entscheidung, den Kanal auf Deutsch zu machen, stand nun also. Jetzt fehlt es nur noch an einem passenden Namen. Und die Namensfindung, die war brutal. Die hat letzten Endes sogar dafür gesorgt, dass der Kanal wesentlich später gestartet wurde, als ich das so vorhatte. Ich wollte einen Namen, der originell ist, der speziell ist, der einzigartig ist, der zum Nachdenken anregt, der vielleicht Fragen aufwirft, was cool ist, was klug klingt. Ja, aber alles, was mir so einfiel, Namen, von denen ich dachte, okay, das gibt es noch nicht. Im Internet nachgeschaut, irgendeiner hatte dann die gleiche Idee schon mal und andere auch. Und dann gibt es diesen Namen schon in den verschiedensten Variationen. Mir war auch eins ganz wichtig. Ich wollte einen Namen, der das Zeug dazu hat, so ein Markenname zu sein, so ein Brand. Falls ich irgendwann mal meine eigene Unterwäschekollektion, ja, Arbeitsschlupper und mein eigenes Parfüm herausbringen möchte. Ich hatte eine ellenlange Liste mit potenziellen Namen. Das ging zum Schluss so weit, dass ich nachts von Namen geträumt habe. Und da waren sogar Namen dabei, die haben mir ganz gut gefallen. Aber wie ich dann morgens aufwachte, einige Namen habe ich vergessen, an die konnte ich mich nicht mehr erinnern. Und witzig, wie Träume funktionieren, ne? Und an die Namen, an die ich mich schon erinnern konnte, die gab es entweder schon oder die haben mir dann im Wachzustand doch nicht so gut gefallen wie in meinem Traum. Es war dann an einem Nachmittag. Ich war gerade hier so auf dem Weg von der Farm nach Hause. Ich war erschöpft, ich war hungrig und so auf dem Weg zurück hatte ich so ein gedankliches Gespräch mit meinem Vater im Kopf und ich erinnerte mich dabei an einen Chat, den wir ein paar Tage davor in WhatsApp hatten. Und bang, da war's. Plötzlich wusste ich, okay, Eisbeinfisch. Und ich war von dem Moment an, war ich komplett verliebt in den Namen. Ich wusste, das ist der Name, der ist perfekt. Der erfüllt alle Kriterien, die ich so im Kopf hatte, die der Name zu erfüllen hatte. Und ja, es war genau hier, ziemlich genau hier an dieser Stelle. Dort ist die Farm. Hier kam der Heureka-Moment und dort ist unser Zuhause. Ja, das Schöne an dem Namen ist, der hat eine emotionale Bedeutung für mich und auch für meine Eltern. Und ja, daher auch die Aussage, das ist eine Liebeserklärung an meine Eltern. Aber Dominik, was ist denn jetzt ein Eisbeinfisch?
Okay, ich will es euch erzählen. Meine Eltern sind mit uns Kindern zu DDR-Zeiten jedes Jahr an die Ostsee zum Zelten gefahren. Wer wissen möchte, warum dort bereits der Grundstein für mein Auswandern gelegt wurde, der schaut sich am besten das Video, warum ich mit 30 ausgewandert bin, an. Also, es war einmal vor langer, langer Zeit. Dominik war so 4 oder 5 Jahre alt und wir waren in Trassenheide an der Ostsee auf einem Zeltplatz. Es war Mittagszeit und wir waren auf dem Weg zum Restaurant. Und es ist witzig, ich kann mich an diese Szene kann ich mich noch ziemlich genau erinnern. Das war so ein sandiger Weg, links und rechts Nadelbäume. Und das ist so das Schöne an der Ostsee, dieser Nadelwald überall. Und diese Düfte, die es dort hat, so dieser Duft nach Nadelbäumen und der Duft nach Meer. Auch heute noch, wenn ich irgendwo Meer rieche oder Nadelbäume rieche, fühle ich mich an meine schöne Kindheit erinnert. Ja, wir sind also auf dem Weg zum Restaurant und ich bin dann vorgerannt, um schon mal auszukundschaften, was es da gibt. Vielleicht haben mich meine Eltern auch geschickt, weil ich wieder zu viel gelabert habe. Und also, ich bin dann zu diesem, dieses Restaurant hatte so ein Fenster, wo man bestellen konnte zum Mitnehmen. Man musste sich da also nicht ins Restaurant reinsetzen. Ich bin da also hingerannt und habe dann geschaut, was es da gibt. Und da war jemand, der hat etwas bestellt. So, an diese Szene erinnere ich mich nicht mehr, aber so logisch kann man das sich so zusammenreimen, was da passiert ist. Also, da hat jemand etwas bestellt. Eisbein, Fisch. Ohne Komma, ohne und, Eisbein, Fisch. So, da ist es. Das ist der Eisbeinfisch, das ist das große Geheimnis. Man muss dazu sagen, es gab da an der Ostsee einen Fisch, der nannte sich Eisfisch. Und den habe ich als Kind unglaublich gern gegessen. Das war was Geräuchertes, vielleicht war es eine Schillerlocke. Und wahrscheinlich hat mein kleiner Vorgänger, der kleine Dominik damals, das irgendwie assoziiert und für irgendwie das Gleiche gehalten. Bin dann zurück zu meinen Eltern und habe gesagt, ich möchte Eisbeinfisch, ich möchte Eisbeinfisch. Ja, das hat natürlich für großes Gelächter gesorgt und sorgt auch heute immer wieder noch für ein nettes Schmunzeln auf dem Gesicht aller, wenn wir diese Geschichte wieder aufwärmen, wie Dominik unbedingt Eisbeinfisch essen wollte. So, das Geheimnis ist gelüftet. Eigentlich was Banales, aber ich finde diesen Namen einfach, der kommt mir vom Herzen, der spricht mir vom Herzen und der hat so eine schöne emotionale Erinnerung und jetzt fehlt mir nur noch ein Logo und ja, muss mal schauen, ich kenne eine Künstlerin, die eine digitale Art betreibt, ob die mir sowas entwerfen kann. Über 1000 Abonnenten, über 3000 Daumen nach oben, zahllose wundervolle Kommentare. Vielen, vielen Dank an euch. Ich kann gar nicht beschreiben, wie wichtig das ist, wie wundervoll das ist und wie unglaublich ihr mir helft, durch diese Zeiten zu kommen. Die letzten Tage waren wieder etwas schwierig, so fast der Jahrestag des ersten Lockdowns hier, als das alles zusammenbrach und ja, waren ein paar dunkle Tage, durch die ich da durch bin und deswegen ist auch das Video jetzt etwas später, als ich
eigentlich machen wollte. Vielen Dank. Das bedeutet mir viel. Ja. Wenn ihr Ideen habt, was ihr gern sehen möchtet oder worüber ich mal reden sollte, schreibt es mir in die Kommentare. Ja, der Kanal ist für euch, die Inhalte sind für euch, die müssen euch gefallen, die müssen euch interessieren. Und wenn es irgendwas gibt, wo ich losmarschieren kann und kann das für euch filmen, dann will ich das gern machen. Lasst mich wissen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ist mir ein Vergnügen, Videos für euch zu machen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Okay, bleibt noch ganz kurz dran. Und zwar war eine Floristin in den Kommentaren. Und da jetzt einige Sachen am Blühen sind, noch so zusätzlich was. Ja, hier diese wunderschönen Blumen. Das ist von der Gentawan-Wurzel. Das ist eine Wurzel, die sieht so ein bisschen aus wie Ingwer, ist aber nicht scharf und hat einen sehr, sehr leichten Geschmack, recht süßlich. So, dann haben wir hier etwas. Und da weiß ich leider nicht, wie die heißt, aber eine sehr schöne Blume, ja, die auch ganz gut riecht. Dann haben wir sonst noch irgendwelche Blümchen. Ja, natürlich die wunderschönen lila Wadi, die aber noch nicht aufgeblüht sind. Hier drüben, die ist schon etwas schöner aufgeblüht. Und wir haben hier noch eine einzelne. Diese Blüte ist vom Unkraut hier. Bis vor ein paar Tagen war da noch alles voll mit dieser Blume hier in diesem Bereich. Aber wie es aussieht, ist die Blütezeit dieses Unkrauts vorbei. Okay, ich bin weg. Macht's gut. Tschüss.